Also nur weil es die schon länger gibt, bedeutet das nicht, dass die nicht dass die in Ordnung sind. Ja? Warum hat es bisher keine Aufregung gegeben? Das ist leicht zu erklären. Bisher sind diese Schiedsgerichte vor allem in Abkommen zwischen europäischen Ländern zum Beispiel und Entwicklungsländern eingerichtet worden. Und in diesen Entwicklungsländern gab es oft noch kein entwickeltes Rechtssystem. Das diente dann dem Schutz vor zum Beispiel Korruption. Jetzt haben wir es mit hochentwickelten Rechtssystemen zu tun, wo außerdem viel mehr Investitionsströme über den Atlantik kommen werden als bei diesen anderen kleineren Abkommen, was zwangsläufig dazu führen wird, dass zum Beispiel Österreich oder auch andere europäische Länder stärker betroffen sind von diesen Klagen. Es hat sich außerdem in den USA und in Kanada in den letzten 15, 20 Jahren eine richtige Klagsindustrie entwickelt. Es haben sich Anwaltskanzleien spezialisiert auf diese Art von Klagen und es gezielt darauf abgesehen, nicht nur jetzt gegen Enteignungen zu klagen oder auf den Schutz vor Enteignung zu pochen, sondern strengere Auflagen, die es für Unternehmen schwieriger machen, zu klagen.